Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich war gerade etwas am Lesen und da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Und es ist mir schon klar, dass um diese Uhrzeit kaum einer online sein wird. Aber ich wollte unbedingt diese Gedanken gerade kurz loswerden. Ich erlebe es so häufig, dass Leute nicht beten. Und das hängt meistens mit zwei Punkten zusammen. Mit zwei Punkten hängt es zusammen. Ich kriege so häufig Fragen diesbezüglich, wo Fehler gemacht werden. Erstens, sie sind sich nicht bewusst, wie schlimm es ist, nicht zu beten. Dass das wirklich eine der schlimmsten Sünden überhaupt ist. Und dies liegt leider daran, weil es auch in verschiedenen Moscheen so dargestellt wird, als wenn es eine freiwillige Tat wäre. Das Gebet ist keine freiwillige Tat. Das Gebet ist eine Säule des Islam. Wajib. Und es gibt eine Regel im Islam. فَالْوَاجِبُ مَحْكُومُ بِالثَّوَابِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِ بِالْإِقَابِ. Das Wajib, das Verpflichtende, ist, das Urteil davon ist, dass man für das Tun davon was bekommt? Dass man für das Tun davon Thawab bekommt, Lohn bekommt. Und für das Verlassen Strafe verdient. Das heißt, Sünde geschrieben bekommt. Das ist also eine schlimme, schlimme Sünde. Ja? Und es gibt verschiedene Hadithe diesbezüglich. Al-Ahdu ladhi baynana wa baynahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Die Vereinbarung zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer es unterlässt, begeht Kufr. Und hier unterscheiden sie die Gelehrten, ist es großer Kuffer, das heißt, der aus der Religion rauswirft, dass man gar kein Muslim ist, oder ist es kleiner Kuffer, und kleiner Kuffer bedeutet eine gewaltige Sünde. Eine gewaltige Sünde. Das ist hier die Frage. Dann sagt der Prophet, zwischen einer Person und zwischen dem Schirk und dem Kuffer liegt die Unterlassung des Gebets. Okay? Dann steht im Koran beispielsweise in Sura 9, Vers 11, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann sind sie eure Brüder im Glauben. Darunter verstehen einige Lehrte davor eben nicht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Mursalat, was hat euch in Sakkar hineingeworfen? Sakkar, ein Name für die Hölle. Die erste Antwort, die dort erwähnt wird, ist nicht, ja, wir haben nicht an Allah geglaubt, sondern die erste Antwort, die erwähnt wird, ist, lam nakum minal musallin, wir gehörten nicht zu den Betenden. In Surat al-Mursalat, ja, das war gerade die Surat al-Mudathir, ich weiß nicht, ob ich mich versprochen habe, in Surat al-Mursalat, wird 10-mal erwähnt, es wird die ganze Zeit das Paradies erwähnt, die Hölle erwähnt, und 10-mal wird gesagt, وَيْلُ يَوْمَ إِذِلْ لِلْمُكَذِّبِينَ, wehe an jenem Tag den Leugnern. Und die Leugner werden mit einer Tat, beziehungsweise einer nicht verrichteten Tat beschrieben, nämlich, وَإِذَا قِيلَ لَمُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Wenn zu ihnen gesagt wird, verneigt euch, das heißt, macht Rukur, haben sie sich nicht verneigt. Das heißt, die Sache ist gewaltig. Hier geht es wirklich um Paradies und Hölle, kann man sagen. Es ist ganz gefährlich.